Ich plädiere nicht für das Vergessen. Ich sage nur, dass die Form der Erinnerung, wie sie heute gepflegt wird, einem sehr intensiven Vergessen gleichkommt. Und dann, denke ich, ist es lieber, besser und auch anständiger, diese wohlfeile Übung mit dem Erinnern gar nicht erst anzustellen, anstatt sie nur als Alibi fürs Vergessen zu nehmen. Schauen Sie, wenn sich der Bundestag jedes Jahr am 27. Jänner trifft, um der Befreiung von Auschwitz zu gedenken, an der das deutsche Volk nur einen ganz kleinen Anteil hatte. Es musste ja in diese Freiheit von der Sowjetunion hineingezwungen werden. Wenn sich der Deutsche Bundestag also jedes Jahr am 27. Januar trifft, dann ist das eine absolut folgenfreie symbolische Übung. Weil dieselben Leute, die um die Toten von Auschwitz trauern und dann geloben, nie wieder Auschwitz, während den Anfängen, dieselben Leute setzen sich ein, zwei Tage später zusammen und beraten über eine Maximierung und Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Iran, der zurzeit gerne die zweite Endlösung der Judenfrage vollenden möchte. Und dann kann ich nur sagen, dafür war Mutterbruder nicht in Auschwitz, dass dieser Heuchler heute Mitleid und Mitgefühl simulieren. Also erstmal wundere ich mich darüber, dass in einem Land, in dem man keine Mühe hatte zu definieren, was Jude ist, es solche Nöte und Schwierigkeiten gibt, den Begriff Antisemit zu definieren. Antizionismus ist sozusagen der historische Erbe des Antisemitismus. Die Sache ist ganz einfach. Die Leute machen sich so wahnsinnig schwer, machen daraus akademische Untersuchungen, wissenschaftliche Arbeiten. Antisemitismus ist praktisch tot in Deutschland. Er ist tot in ganz Europa. Das heißt, es gibt ihn noch, aber es gibt ihn wie ein Virus, das irgendwo im Versteck überlebt hat. Nach Auschwitz kann es keinen offenen Antisemitismus mehr geben. Völlig unmöglich, zu Recht so. Und Leute, die es wagen, die sich trauen, antisemitische Ansichten zu äußern, die landen dort, wo Möllermann und Hohmann gelandet sind, nämlich im Abseits. Aber natürlich gibt es dieses Bedürfnis immer noch. Sie können ein Gefühl, ein nagendes Gefühl nicht verbieten. Und da bietet sich der Ausweg des Antizionismus an. Alles, was über den Juden gesagt wurde, wird heute über das jüdische Kollektiv in Israel gesagt. Der Jude war der Friedensstörer, Israel ist das größte Hindernis zum Frieden. Der Jude hat sich parasitär an anderen bereichert, das Gleiche wird Israel vorgeworfen. Man kann mit dem Juden nicht in Frieden leben, man kann mit den Juden in Israel nicht in Frieden leben. Der Antizionismus hat die gedankliche, intellektuelle und auch taktische Struktur des Antisemitismus eins zu eins übernommen, nur hat das Etikett gewechselt. Das heißt jetzt eben nicht Antisemitismus, es heißt Antizionismus und damit ist es quasi sauber. Auf Jiddisch würde man sagen, es ist gekaschert worden. Man hat eine Sau durch Weihwasser getrieben und danach wurde sie koscher.